Hallo und herzlich willkommen, Leute. Wir spielen wieder eine Folge Far Cry Primal. Zurück in unserer Höhle aktuell, nachdem wir ja in der letzten Folge Ul besiegt haben tatsächlich. Das war ein Kampf, sage ich euch. Ja, den dann sind wir jetzt schon mal los. Jetzt müssen wir nur noch die Izir fertig machen und dann sollten wir ja eigentlich hier fertig sein. Nein, nein, nein. Es gibt hier noch so viel zu tun auf der Karte. Also wir sind noch lange nicht fertig. Und als erstes sehe ich hier, haben wir einige Leute, mit denen wir sprechen können. Na gut, ich glaube, bei ihr ist es nur die Hütte, die wir machen können. Ich glaube, da haben wir noch nicht alles zusammen. Können wir mal schauen. Nee, da fehlen uns noch diese ganzen Südsachen. Oh, und hier Fähigkeiten. Vielleicht gucke ich da mal kurz vorbei. Was können wir denn da machen? Erhöht den Schaden den Waffen anrichten. Oh Gott, der kostet gleich 6 Punkte. Vielleicht mache ich das aber trotzdem auch direkt. Die anderen Sachen, doppelte Speere. Ja, das mit der Eule, weiß ich nicht, ob ich das mal jemals machen werde. Ich meine, so lange, wir haben noch Zeit. Wir können das auf jeden Fall. Ich glaube schon, dass wir den ganzen Fähigkeitsbaum hier noch voll kriegen werden. Ah, verbesserte Gesundheit wollte ich eigentlich auch machen. Aber ich würde erstmal das hier machen. Ich glaube, dass das wichtig ist. Und den Rest spare ich mir dann. Genau, und dann gehen wir mal gucken. Wir können vor allem jetzt mit da reden. Ich bin mal gespannt, was da zu machen ist. Moin. Vielleicht lernen wir dann von da auch noch ein paar Dinge. Ist der entkommen? Was ist mit dir? Kennst du mich nicht? Udam. Palhu Winja Huguana. Ma Mash Damsham. Udam Guar Barta. Hey. Damas Krawadandaf. Winja Barta Sakwi. Nein. Udam Aiwa Tanibar. Beruhig dich. Ul ist tot. Das war nicht abgesprochen. Alter. Ist das die Dankbarkeit dafür, dass wir Ul erlegt haben? Dass die jetzt machen, was sie wollen? Ich hab mir doch was dabei gedacht. Gibt's doch nicht, ey. Tyler dreht am Rad hier, oder was? Gut, dann werde ich erstmal mit Caro sprechen. Wahrscheinlich sollte ich mich um den da kümmern, aber ich denke mal, dass dazu werde ich noch kommen. Karosch? Karosch? Du bist nicht Karosch. Ja, Hallöchen. Ach, du willst mit mir reden? Au, ah. Karush. Heiter. Karush Mogweider. Mog? Hai Hasaguana. Wer ist Mog? War das der, der seinen Sohn, glaube ich, getötet hat? Gott, die drehen ja alle am Rad hier. Was ist denn da los? Wenn ich jetzt zu hier dem Schaman, dessen Namen ich schon wieder vergessen habe, gehe, sagte mir auch, der ist weg und dabei den irgendwen Rache auszuüben. Oder was? Hier kann ich nichts machen, dann gehe ich mal rein. Was hast du für mich? Nakrabi, Hirakis Bata. Mhm. Mupur Hirakis Laigua. Palu Mansipa. Guaida Mu. Batteris Qual. Ach so. Du warst schon mal bei ihr? Mikrabi Udagua. Machi. Salwa Urus Dagua. Machi. Batteris Shanchimas. Krati Dausmas.
Praskwa, Yahu Pacham. Mas Praskwa bi. Batari Krati Kasha. Batari Krati Dwaisa Krati Dwaya. Gwif wasakrati Hutagwa. Nusa Sushelheim. Krati war ein Mensch? Alter, was bringt mir da keinen Schmerz zu empfinden? Die geht doch trotzdem kaputt. Ukratis praskwa waida. Tu sush tugistar. Drauba mas. Was du willst. Gut, haben wir von ihm auch noch die Maske, ja genau, nein, die Mission bekommen. Dann müssten wir ja auch alle besprochen haben hier. Jeder, der was wollte von uns. So, wo sind jetzt die ganzen Leute? Hier da oben ist Udam, der da Udam. Könnten wir eigentlich direkt hinreisen. Denn ich hatte eh überlegt, dann hier oben, wir haben ja immer noch einige Missionen zu machen. Und da oben geht es dann auch mit Karosch weiter. Ja, das passt ganz gut. Dann reise ich mal hier hin. Super. So, und ich habe beschlossen, unseren werten Begleiter, den ich immer so unelegant Gelbzahn nenne, einfach mal kurz Gezahn zu nennen. Das ist nicht ganz so auffällig wie Gelbzahn und vielleicht etwas eleganter. Noch wurde mir ja kein anderer Name zugesandt. Wo ist die eigentlich denn? Ich glaube, ich muss ihn erstmal rufen. Geht's da? Oh, da leuchten die Augen. Hallöchen, schön dich zu sehen. Ich glaube, wir werden angegriffen. Kannst du dich darum kümmern? Ah, das funktioniert dann auch super mit dir. So, lass mal schauen, wo wir hin müssen. Wir müssen da hoch, wie es aussieht. Weiter nach oben, aber kann ich vielleicht auch mit ihm direkt hoch? Ah, das geht auch. Oh, Entschuldigung. Da wollen die den einfach ersäufen. Ich meine, gut, die sind wahrscheinlich... Ich weiß nicht, ob es jetzt einfach deswegen ist, weil ich erst ihn angeschleppt habe und dann noch Kinder von den Udam. Vielleicht sind sie deswegen besonders sauer. Frag mich, was sie mit den Kindern gemacht haben. Die hätte ich mal suchen sollen. Ich hoffe, ich denke das nächste Mal dran. Mal zu schauen, wo sie die hin verfrachtet haben. Geht's da? Weißt du, wie man hier hochkommt? Du kommst ja hier nicht hoch, ne? Leider nicht. Mal auf der Karte schauen. Okay, es gibt einfach, ich muss einfach dem Weg folgen und mich links halten. Okay. Ja, es gibt viel Rohstoffe, die ich einsammeln könnte, aber muss vielleicht auch gerade nicht sein. Ich bin auch schon schnell weg. Bis die hinter mir her sind, bin ich schon längst weg. Also so wirklich auf der Straße bin ich ja nicht, ne? Hier unten müsste die sein. Geht's dir gut? Ich glaube, ganz so elegant ist der Name auch nicht, aber das muss reichen. Hier werde ich aber wahrscheinlich mit dem Kletterhaken weiter müssen. Oder? Ach nee, hier ist eine Schlucht. Bist du so wasserscheu oder kommst du durch? Ist nicht sehr tief. Wunderbar. War ich hier schon mal? Ich glaube nicht, oder? Es
So, ich steig mal hier ab. Geht's da? Ich höre die schon. Ich höre die schon rufen da. Leute, was macht ihr hier? Hört auf! Oh shit. Wir haben das geschafft. Könntest du deine Leute mal fragen, was sie gemacht haben? Blockiere Wasserleck. Gott, wie soll ich das denn jetzt machen? Okay, Pfeile sind es nicht. Natürlich. Oh, shit. Diese verfickten Beißfische. Das war bestimmt nicht der letzte Beißfisch. Hä? Wo ist es? Weiter unten, hä? Da. Wie soll ich denn da rankommen? Momentan sieht es gut aus. Keine Beißfische zu sehen. Puh. Verdammte Axt. Ich glaube, da muss ich mal ein ernstes Wörtchen mit denen reden. Komme ich hier nicht hoch? Da, das war nicht abgesprochen mit meinen Leuten. Lasst ihn gehen. Winjive, da barum. Sa krauhadan da winjai. Da squatti balhasa. Da mari, quai da schwadam mari. Shaja schwadam guaifa. Ja, da sind sie nicht begeistert. Gastia, Malchasar. Tja, sei froh darüber, da. Sei froh. Mache ich mich noch unbeliebt bei meinem Volk für ihn? Bin immer gespannt, ob am Ende da überlebt oder tatsächlich stirbt. Das kann man so noch nicht voraussehen. So, dann würde ich mal das hier als nächstes angehen. Geht's da? Wo bist du? Geht's da? Ich kann ihn gerade nicht rufen. Oder ich höre das Pfeifen davon nicht, ich weiß es nicht. Geht's da? Ah, jetzt. Na komm ran hier. Ich brauche deine schnellen Pfoten. So, besten Dank. Ich bin mal gespannt, was das noch wird mit dem da. Oh. Da war ein Kätzchen dazwischen. Und wie ich sehe, ist dort wieder was mit Udam. Udam helfen.
Das war wohl zu spät. Geht's da? Pass auf, hier ist irgendwo einer. Kannst du helfen? Hörst du bitte auf, meine Leute zu fressen? Ich würde dir gerne helfen, aber ich weiß gerade nicht, wo die Raubkatze ist. Warte mal, Jägerblick. Die müsste doch hier... Die müsste doch hier noch irgendwo sein. Das ist sie doch, oder? So. Alles klar, Kumpel. Mach, dass du hier wegkommst. Hier gibt es echt viele von denen. Aber wir müssen Holz sammeln. Das ist ganz wichtig. Da ist gleich wieder jemand mehr geworden. So geht's, wir können weiter. Da freut er sich. Kumpel ist von ihm getötet worden. Er hat es selber nicht geschafft, ihm zu helfen, aber er freut sich. Huch. Sorry. Ich navigiere dich hier ständig irgendwo hin. Uah. Kommen wir hier irgendwie runter? Das schaffst du doch, oder? Vorsichtig, vorsichtig, das schaffst du. Das sind meine Leute, ich wollte gerade sagen, wer wirft denn hier schon wieder mit der Schleuder? Oh. Ja, genau, nimm das Fleisch mal. Ich wollte eigentlich das hier, aber... Mal gucken, wie weit ist es denn noch? Kleines Stückchen ist es noch. Ich helfe dir mal, ne? Er kriegt's gar nicht tot. Etliche. Naja, das schafft er schon. Laufen gerade auf mich zu. Geht's da? Wo willst du hin? Ja, ein bisschen Ton. Wieder mit Mammuts anlegen, ne? Ich glaube, es war schon voll, ne? Ja. Ich übersehen. Oh. So. Komm, ich nehme dich jetzt doch nochmal. Da sind wir ein bisschen schneller. Wenn wir nicht irgendwo runterfallen. Ah, wir sind schon da. Alles klar. So, was wollen sie denn hier? Udam-Krieger jagen Venger in der Nähe ihrer Hütten. Töte den Udam-Anführer und durchsuche seine Leiche. Dann machen wir das doch mal. Wo soll ich hin? Geht's da? Ich muss dich mal wieder wegschicken. Ich muss das alleine machen. Bis gleich, ne? So, mal gucken, wo... Ich weiß gerade nicht, ist das weit weg? Nee, es ist gleich hier. Vielleicht gehe ich schon mal gucken mit der Eule. Oder ist das doch noch so weit weg? Auf der Karte sah es nicht so weit aus. Was ist hier denn in der Höhle, hä? Huh? Da runter, meine Eule.
oder? Hat. Oh, shit! Ah, dass ich mir da nicht wehgetan habe. Gut, dann muss ich mich zu Fuß nähern. So, okay, jetzt soll hier irgendwer sein. Das ist wohl eine Suchaktion hier, hä? Die da unten aus der Höhle höchstwahrscheinlich. Oh shit. Schaffe ich nicht, da reinzufliegen. Gut, dann muss ich erstmal schauen, ob ich die ausschalten kann. Der Anführer? Moment, stopp. Irgendwie hat das einer gesehen. Auch noch einer, der einen Alarm hat. Und bestimmt auch eine Maske auf. Shit. Stein probieren, den abzulenken. Wieder gucken. Nicht danach raus. Okay. Einfach mal auf gut Glück. Probiert, ob der Pfeil durch die Maske durchgeht. Da ist der Anführer. Küsschen. Habe ich jetzt nicht die Leiche durchsucht? Aha, entkomme aus dem Gebiet. Schönes. Können Sie sich jetzt einen neuen Anführer suchen? Der Oberanführer ist ja eh schon tot. So, vorsichtig. Nicht, dass ich noch entdeckt werde. Ich würde gerne den Bonus mal mitnehmen. Großes Gebiet hier. Bis es als entkommen zählt. Oh, das sollte reichen. Puh, das sieht doch gut aus. Dann rufe ich doch gleich mal wieder unseren Freund her, unseren Gezer. Und dann gucken wir mal, was als nächstes ansteht. Ah, ist ganz schön weit gelaufen. Suchen und retten wäre jetzt das nächste. Dann können wir als nächstes zu Garrosh hoch. Hallo, Geza. Schön, dass du da bist. So, wir müssen in die Richtung. Vielleicht nehmen wir dann noch welche mit. Von den Odam, die hier übrig geblieben sind.
alle unter mir zu sein. Darum könnte ich wahrscheinlich abkürzen. Nimmt sich aber nicht viel. Die Frage, gehen wir oben oder unten lang? Gebiet. Ganz vergessen, dass es das noch gibt. So, ich glaube, hier muss ich wohl zu Fuß weiter. Geht's da? Das sieht gefährlich aus. Da wurde doch schon wieder einer geköpft. Oh Gott. Ein Unam hat Venture angegriffen und verschleppt Suche nach seinem letzten Opfer. Geht's da? Ich würde mal sagen, das ist wahrscheinlich fast wieder ein Job für mich alleine, aber mal gucken. Hey, Kumpel, alle. Ah, shit. Ist wieder einen erwischt. Geht's da? Wir müssen hier eine Fährte aufnehmen. Wäre cool, wenn man ihn mit drauf ansetzen könnte. Fast so aus, als hat er die Pferde schon. So, wo ist er hier? In die Richtung? Da verliert sich die Spur. Da drüben geht's weiter. Macht euch weg! Was ist das? Okay. Hat er wieder einen von uns erwischt, den Pfeilen. So, da ging er weiter. Oh, und da liegen schon ein paar. Macht euch weg. Alles okay, geht's da? Na komm, hier. Danke für deine Hilfe. Ich weiß, der war noch gar nicht groß verwundet, aber ab und zu muss auch mal so Fleisch bekommen. Das muss einfach sein. Er hilft uns die ganze Zeit. Und auch wieder ein Kopf abgehackt. Wahrscheinlich. Ja, um irgendwelche Abschreckungsstatuen zu bauen. Wahrscheinlich soll ich doch hier reingehen. Hier liegen schon ganz viele Köpfe. Ich wollte gerade Geza wegschicken, jetzt ist es zu spät. Puh. Das war's schon? Ich war doch noch gar nicht richtig in der Höhle. Komm, hier hast du ein bisschen Fleisch. Dich heilt ja nur mein Fleisch und nicht das, was du dir hier holst. Seltsamerweise. Oh Gott. Achso, die Höhle war gar nicht so viel größer. Du stehst im Feuer, Geza. Merkst du das nicht? Das ging ja erstaunlich schnell, die Mission. Aber nichts, gar nicht schlecht. Dann können wir direkt weiter zu Karush. Mal hier, mein Bester. Ich weiß gar nicht, ob du Karush schon kennengelernt hast, Geza. Ich glaube noch nicht.
Cooler Typ, sag ich dir. Hier schon wieder in Nähe was. Kann man da helfen noch oder ist es zu spät? Der andere? Die schnappe ich mir. So. Alles klar, mein... Wo soll er hin? Der legt sich schon wieder mit dem nächsten an. Reicht's mir aber langsam. Also geht's halt wirklich effektiver, wenn er alleine arbeitet und nicht, wenn ich auf ihm drauf sitze. Gut, ist aber auch verständlich. Wenn er nicht mit meinem Gewicht belastet ist. Ah, hier haben wir wieder ein Armband. Das nehme ich doch gerne mit. Komme ich nicht hier hoch? Ach, geht's ja. Ich wünschte, ich hätte so warmes Fell wie du. Dann würde ich wahrscheinlich niemals frieren. Ich glaube, ich sollte auch mal wieder grüne Blätter sammeln. Davon habe ich nicht mehr so viel. Sehen zwar nicht, aber dann hole ich mir. Ich wünschte, ich würde schneller absteigen. Gut gemacht, Geza. Hier, bitteschön. Müssen doch eigentlich mal langsam da sein. Yep, fast. Muss nur noch irgendwie den Berg hoch. Das altbekannte Problem, wie kommt man den Berg am besten hoch? Ah, ich muss doch noch ein Stück. Am besten in die Richtung. Geza, wir müssen weiter. Ich höre doch die ganze Zeit hier einen Adler. Habe ich den wirklich getroffen? Krass. Ich habe einfach mal auf gut Glück geschossen. Cool. So, kommen wir hier irgendwie weiter. Oh shit. Wir müssen die Schlucht da unten runter. Erschrocken von mir. Nee. Auch nicht wirklich. Hä? Also manchmal ist es hier schon echt ganz schön verwinkelt. Da muss ich wohl auf dem Weg weiter. Und da braucht der Nächste unsere Hilfe. So. Alles klärchen? Ja gut, Leute, ich würde sagen, dann müssen wir uns das mit Karush wohl doch eher in der nächsten Folge anschauen. Wir werden hier ständig ja wieder abgelenkt, oder ich lasse mich wieder ständig ablenken. Wir sehen uns in 2 Tagen wieder. Vielen Dank fürs Einschalten und bis dann. Tschüss.